Wenn ich nicht wieder ganz vorbereitet, ist auch nicht schlimm. Ja. So, ja, machen wir es jetzt. Euer Kung Fu kommen in der Lieferung. Oh nein, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Wie gesagt, der Ort ist so inspirierend. Also heute mal zwei Clips drehen. Komm mal am Urlaub bringen, weil unter der Woche ist wieder keine Zeit dafür, wenn ich wieder schaffe. Und dann müsst ihr ein bisschen immer warten, bis die Clips kommen, weil es wetterbedingt ist. Und auch wie Lust und Zeit haben. Und dann geht es halt immer aufs Wochenende. Und ja, jetzt ist schon Urlaub, jetzt kann ich euch auch mitbieten. Euer sexy Cowboy Lee Funk. Ja. So. Gerade außer 80 Kilo im Schäf. Ja. Ja, jetzt geht es auch nicht ums Bodybuilding, sondern ums Kung Fu. Natürlich, Fitness Bodybuilding spielt auch immer mit der Technik eine Rolle oder kann man mit einbauen. Ja. Ja, jetzt gibt es auch wieder Leute, die ist jetzt nicht gerade angenehm, aber ist okay. Ich glaube, man kann ein bisschen mehr Dramatik raus, wenn man die Kamera wieder weg tut. Ja. Oh, ist schon besser, oder? Oder noch weiter zurück. Schaut zwar Schäbs, aber so wirkt es am besten. Ja. So, Freunde. Klappt wie Wellerhahn. Ja, jetzt haben wir den Killer, das Leute nicht ganz gesponnen. Ja, für YouTube. So. So, ich glaube, das war der geilste Kung Fu Stand in meinem Kanal aller Zeiten, whatever. Ja. Die Bäume sind klein, wurzelbar. Und so sieht unterschiedliche Blickungen der Realität anders aus. So sieht es so aus. Und auf der anderen Seite so. Und so stellt man sich quasi ein Wurmloch vor, ein Schwarzloch im Weltall. Ja. Ist ja krass. Das Naturbeispiel ist das beste Beispiel. Jetzt rennt da wieder einer rum. Da geht ein ewiges Loch ein, noch ein bisschen anders. Da geht ein ewiges Loch rein. Ewiges Loch rein. Aber das ist auf der Seite keine Röhre. Da siehst du gar nichts. Aber von da geht es rein. Das ist ein schwarzes Loch im Weltall. Und schwarze Löcher sind eigentlich gemacht, um das Weltall zu säubern von abgestorbenen Sternen zum Beispiel. Aber man vermutet, es kann ein Tor sein für Alternativuniversum, für Alternativrealität. Geht jetzt ein bisschen zu weit, hat jetzt nichts mit dem Kung-Fu-Stand zu tun. An sich auch ein schönes Kunstwerk, wo die Natur von sich aus geschaffen hat, Odin gemacht hat, Gott gemacht hat, Allah gemacht hat. Ja, schön. Schön, schön. So. Das wollte ich jetzt nicht verwehren. Und jetzt will ich die Leute nicht auf den Haufen gehen. Es ist schwer, da an jemanden zu filmen. Und wie schon gesagt, der Schwäbische Wilder Wester. Und das war mein Schwäbischer Wilder Wester Kung Fu Stand. So. Let's go, liebe Freunde. Tschüss, Zeit sind. Goodbye. Adios, amigos. Das wie Danja. Ade. Ja, so kann man sich ein schwarzes Loch vorstellen. Also wenn man das nur da ist halt auf der Seite. Nur die, und das hast du halt am schwarzen Loch nicht. Du hast zwar den Eingang, wo endlos weitergeht, so wie eine Röhre. Wie ein Loch halt. Loch, ja, aber du hast halt dahinter, das hast du halt nicht. Ja.
und das, was eigentlich in der Natur nur so einmalig gibt. Ja. Man sagt ja auch, umso näher man am schwarzen Loch nachgeht, umso ist anders der Zeitverlauf, da läuft die Zeit langsamer. Und was man im schwarzen Loch reingeht, dehnt sich auch. Ja. So, jetzt haben wir das Thema ausbreitet. Und jetzt aber, nicht für immer, aber für heute, Zeit ziehen!